Achtlos. Musik von heute auf morgen. Ja, schön, haben wir die zweite Stunde Taktlos Metal eingeschaltet, hier auf Radio-Kanal K und auf Rock Session. Nachdem wir in der letzten Stunde Tendonitis hier im Studio hatten, haben wir jetzt Ryzen hier. Hallo zusammen. Ja, hallo zusammen. Auch er kommt aus dem Kanton Zürich und auch er hat ein neues Album mit. Wie heisst es? Power Plant. Ja, wir hören das Album und wir hören das Wort von euch für die Sendung, durch die Sendung begleitet, der Roger Wettli. Das ist Taktlos Metal auf Radio-Kanal K und auf Rockstation mit Ryzen. Bei uns im Studio der Christian an der Gitarre, der Marco an den Keyboards und der Matthias am Gesang. Zusammen.
Zum Horizon, vielleicht zwei Grunddaten. Ein paar, die unsere Hörer noch nicht kennen, gegründet schon 97. Das heisst bald 20 Jahre volljährig. Das nächste Mal machen wir ein grosses Jubiläum. Kommen wir dann mit Stück und Gehilfen? Nein. Also nachdem wir jetzt Volljährigkeit erreichen. Ja. Sehr vermutlich Alkohol trinken auf der Bühne. Das sagt man nicht. Das sagt man nicht am Radio. Aus der Region Zürich hört man auch im Dialekt. Und Powerplant ist das vierte Album. Er hat gesagt, das ist korrekt. Das ist richtig. Das ist richtig. Er sind als Schülerband entstanden. Stimmt das immer noch? Ja. Also wenn sie die Bio schaffen, dann stimmt es auch, gell? Gut, ja. Kommt darauf an, wie Schülerband definierst. Wir sind nicht zusammen in die Schule. Aber also die einen, der Marc und der Matthias, sind in der Berufsschule zusammen. Wir sind Brüder, wir kennen uns von dort. Und den Rest haben wir ein bisschen um uns geschart. Also vielleicht nicht eine klassische Schülerband, die wirklich aus der Klasse entstanden ist, aber vom Alter her, wo wir damals gehabt haben, stimmt das sicher. Ja, und es war so eine Laune von der Natur, gewesen, die Band eigentlich. Ja, ich hatte die extrem gute Idee gehabt, eine Mini-Band an einen Giga zu melden, ohne eine Band zu haben. Und dann haben wir so spontan, habe ich mal gefunden, ich kenne einen von der Berufsschule, der spielt ein Keyboards, ich kann einen Bruder, ich kann eine Gitarre spielen. Und dann haben wir noch einen Schlagzeuger gesucht, und einen Bassist haben wir irgendwie einen halben gehabt. Genau. Dann haben wir es dann tatsächlich können spielen. Wir haben gespielt und es gibt sogar tief in einem Safe graben, wo, wie soll man das nennen? Das Tape. Das zeigen wir jetzt nicht am Radio. Gut. Das ist so schlecht von dem her gesehen. Ja, also das hat sowieso niemand mit dem Kassettenspieler. Gut, das stimmt. Nur muss sagen, die Aufnahme ist definitiv nicht mehr jugendfrei. Also die ist so schlecht, das ist brutal. Ja, es hat Spass gemacht. Ihr habt jetzt nach dem Masquerade, das war euer letzter Name, habt ihr nochmal ziemlich verändert gelassen. Ihr habt drei Leute verloren, wieder dürfen neu besetzen, drei Positionen. Mhm. Schwer gewesen. Ja, also es wäre jetzt fast zu sagen, es wäre schnell gegangen. Das war nicht einfach gewesen. Wir haben beim Bass sogar zwischendurch nochmal einen Wechsel gehabt. Einen Bassist gehabt, der ist jetzt wieder auf dem alten Album und auf dem neuen drauf. Er hat das Jahr mit uns live mitgespielt. Dann haben wir dann nochmal gewechselt. Sehr schwierig ist auch schlussendlich wirklich die Sängerinnensuche gewesen. Nach der Serena, die bei Masquerade wirklich unserer Meinung nach viel vorgelegt hat, super eingesungen hat, jemanden zu finden, der das Niveau haltet oder sogar betrifft oder erreicht und halt irgendwie, ja. Ja, also wenn man es mal rein auf die Seiten anschaut, ist es etwa so gewesen, dass wir Gitarrist haben wir etwa 2 Monate gesucht, Bassist etwa ein halbes Jahr und Sänger etwa 2,5 Jahre. Also einfach so von der Spatzung her eine Sängerin zu finden, die das Wettmachen, was wir machen, in einem männlich-weiblichen Gesangsdoppel noch in die Musiksparte wird und entsprechend gut kann singen kann. Und nicht klassisch singt. Wir haben explizit keine Klassikerin wollen haben, weil ja, wir haben nicht die ganzen Nightwish-Temptation-Sachen eigentlich neu erfinden, weil die machen das eigentlich schon so gut, dass wir das Gefühl haben, es braucht nicht nochmal eine Band mehr, die das auch versucht. Jetzt, Rahel hat ja in ihrem Portfolio Brian May, also Queen, Göhle, Paul Hofer. Bei euch, wie haben sie sich überzeugen, dass sie auch jetzt das nächste Schritt neben Queen, Brian May reisen könnte sein? Ja, also grundsätzlich, wir sind natürlich alle eifersüchtig, dass sie mit dem Brian May zusammenarbeiten können. Das geben wir alle offen zu. Ich glaube, das ist so ziemlich jeder, der sich für Rock und Metal interessiert, richtig. Wie wir sie können überzeugen, Rachel hat wir haben gespielt. sie ist zu uns in die Probe rumgekommen, wir haben gespielt und sie hat es geil gefunden. Und sie hat schon immer so etwas machen in die Richtung. Das ist der Hauptpunkt. Sie hat gefunden, als Hobby wird sie nebenbei Hardrock, Metal, etwas in die Richtung machen. Und da haben wir uns irgendwie, ich weiss ehrlicherweise gar nicht mehr, wie der Kontakt stand ist genau. Schlussendlich auch über über Facebook ist das am Fall gehabt gewesen. Sie hat mich über Facebook angeschrieben. Ich weiss es auch nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist es klar für sie, dass sie verdient ihre Brötchen mit Musik, oder? Mit uns sicher nicht. Wir nicht so viel Geld machen, respektive machen gar kein Geld, sondern wir legen drauf.
Aber sie macht die anderen Projekte weiterhin, oder? Sie macht Musicals, sie macht Schauspielgeschichten, sie hat bis halt eisig welche Krimiserien, das Opfer gespielt, oder? Glaube auch sonst. Und ist natürlich nach wie vor auch. Und ist beim Göllen auch immer eine Festbesetzung eigentlich seit 7 Jahren. Und ja, wir sind für sie eigentlich das Gleiche, wie wir für uns sind. Wir sind eine vierabige Band, wir arbeiten und machen das zum Spass. Und genau. Das macht sie bei uns auch. Genau, aber es ist natürlich so, oft brauche ich, vielleicht habe ich es vorher auch gesagt, das Licht, unschöne Wort Hobbyband. Hobbyband in dem Sinne ist natürlich eigentlich falsch. Weil das beschreibt definitiv nicht unsere Einstellung. Also ich glaube, wenn man die CD hört und die Art, wie wir arbeiten wirklich daran. Wir treffen uns und kommen mit säckweise Macfood vorbei, trinken ein paar Bier und gehen wieder. Sondern wir kommen wirklich zum zusammen Musik machen, zum zusammen Spass haben und auch zum zusammen etwas erreichen, zum zusammen eine CD rausbringen und zum Konzert machen. Ja, zum etwas arbeiten. Genau. Also erschaffen. Erschaffen. Was schaffen, sehe ich es meistens nicht. Obwohl man es auch so könnte sehen. Aber also für mich ist es ein Ausgleich. Ich glaube, das ist für alle von unserer Band so. Und ja. Ja, die meisten von uns sind ja sehr technische Berufe und sehr. Ja, wahrscheinlich nicht sehr kreativ. Und das ist so, die Kreativität muss irgendwo raus. Und dass die rausgeht, haben wir da unsere. Ja, und die Energie auch. Metal Rock hat immer mit Energie zu tun. Ja, wir haben parat einen kleinen Blick in die Vergangenheit auf Masquerade. Wir haben den Highflyer parat, bevor wir uns wieder um das neue Album kümmern.
Da sind Ryzen und ihr hört Kanal K. Habt ihr sehr schön gemacht. Verlasse ich euch eine Minute vorher und fangs gleich noch, könnt ihr noch? Ja, ja. Ja, wunderbar. Weißt, schade ist, wenn es jetzt eine Webcam hat, hat man unsere tollen Gäste noch dazu gesehen. Können wir mal einrichten, genau. Für den YouTube-Kanal. Ja, bei uns der Christian an der Gitarre, der Marco am Keyboard und der Matthias am Gesang für Ryzen. Er sind Zeptesisch. Ja, eine grosse Huppi. Genau. Das neue Album, das wir jetzt den letzten auch noch gehört haben, der letzte Song, heisst Power Plant. Ihr habt euer Feili beibehalten. Ich habe zwar zuerst gemeint, es ist eine Orchidee-Demo. Das hat ein bisschen vorgebracht. Aber das Blümchen habt ihr eigentlich beibehalten und das Album heisst Power Plant für alle nicht englischsprachigen, was ich glaube, es wäre ein Wortwitz dahinter. Ja, und wir dürfen perfekt Englisch können, damit man es versteht. Genau. Wir wollten unsere liebliche Pflanze ein bisschen metalgerechter machen und haben gesagt, okay, komm, jetzt geben wir der mal ein Gesicht, wir geben der ein bisschen Biss und wir geben der ein bisschen Kraft. Power für Kraft, Plant für Pflanze. Und wenn man es so im Kontext dann eigentlich passt es auf das, aber natürlich ist klar, dass Powerplant als Ausdruck selber einfach Bezeichnung für Kraftwerk ist. Das ist auch ein Wortspiel, das wir damit gespielt haben. Das sieht man auch auf dem CD-Cover. Das sehen die alle, wenn ihr CD kauft. Und ja, das ist eigentlich der Hintergrund. Das heisst, die Pflanzen, die haben ja etwas jetzt mit diesen beiden Fangzähnen oder mit diesen vier Fangzähnen, so ein bisschen Stil von ein bisschen Motorhead-mässig. So eine Mischung zwischen Eddie und Ja, wir haben das auch überlegt, ob die einen Namen braucht. Wir haben das noch nicht einigen auf etwas. Es sind, glaube ich, wirklich ganz gute Vorschläge dabei gewesen. Aber bin ich jugendfrei, dass die sind, weiß ich ja nicht. Nein, das ist, ja, der Name, das wäre noch. Das wäre vielleicht zum Beispiel etwas. Also, Zuhörer können uns gerne Vorschläge für die Vorschläge für den Namen von dieser Pflanze schicken. Vielleicht jetzt nicht gerade, wenn Freundin Heidi heisst, das Gefühl hat, sie müsse jetzt Heidi sein, aber ansonsten... Ja, so Gertrude wäre schön. Ja, genau. Ja, definitiv. Zum Beispiel. Vielleicht ist es eine männliche Pflanze, man weiß es nicht, oder? Ja, aber eigentlich nicht. So wie sie so keibenböse reinschaut, muss es ein Mann sein. Ja, ich weiß nicht. Es kann auch eine männliche Pflanze sein, ist klar. Ich weiß nicht, ob deine Frau nie böse reinschaut. Das kann schon weiblich sein. Textlich kommt die Powerplant auch einmal vor, oder ist das quasi... Unabhängig vom restlichen Kontext. Das ist komplett unabhängig. Wir suchen immer, wir haben immer auch einen Findungsprozess für Namen von den CDs. Wir machen immer unheimlich viel Aufwand. Also wir haben immer eine Excel-Liste, wo xxx Vorschläge nicht draufstehen, wie es könnte heissen. Und Powerplant ist, ich weiß gar nicht, von wem die Idee gekommen ist. Ist die von dir gewesen, Marco? Wobei ich da noch etwas dazu sagen zum Thema Namen. Der muss ich einfach loswerden. Er hat auch den schönsten Namensvorschlag sonst gebracht, der abgelehnt worden ist. Ja, der wäre schön gewesen. Finde ich auch immer noch gut. Weißt du noch wieder? Nein, ja, was? Fleur du Hell. Ah, ja, genau. Das Französische ist auch sehr schön. Ich dachte, die nächste so. Wer weiß. Ja, parat habe ich Freedom of Life. Er hat ja im Booklet immer wieder ein bisschen Zitat, berühmte, mehr oder weniger berühmte. Freedom of Life, mal geht's da. Ist ein Zweiteiler. Schlussendlich kann sicher jeder bis zu einem gewissen Teil selber interpretieren. Geschrieben hat die Lyrics, hauptsächlich der Marco. Es geht ein bisschen ums Ausbrechen aus dem Alltag. So als Grundthema. Eine gewisse, ja... Ja, es geht halt einfach darum, dass viele Leute von uns ja irgendwo ein Umfeld haben, durch Job, durch was weiß ich, was sie alles gut oder schlecht finden, wo sie ein Stück weit auch eingeschlossen sind, weil sie halt denen Verpflichtungen haben mit nachkommen und ab und zu einfach gerne mal aus diesen Sachen ausbrichst. Ich glaube, das hat jeder von uns. Oder vielleicht auch meinen, sie müssen diesen Sachen nachkommen. Ja, und es geht eigentlich ganz einfach darum, also eigentlich völlig ein klassisches Metal- Klischee-Text.
I've been constantly devastated, waiting for a sign of revelation. But now the scales have fallen from mit
Freedom of Life und dem Kanal K-Stuhl. Das ist unser fünfter, ist der achte Beteiligte im Studio. Bei uns im Studio nicht nur der Kanal K-Stuhl, sondern auch der Christian, Gitarre, der Marco am Keyboard und der Matthias am Gesang von Ryzen. Ihr habt eben gehört, Freedom of Life von der neuen Scheibe Powerplant. Genau. Ja, mir ist, wenn ich das Büchli angeschaut habe, ein bisschen aufgefallen, dass nicht nur quasi ein neues Album entstanden ist als Kind. Irgendwie lässt man durchblicken, dass Rachel ist schwanger gewesen wird, der Gesang. Mhm. Und auch ihr sind irgendwie Papis geworden. Mhm. Welchen Einfluss hat das aufs Album gehabt? Weniger Zeit, andere Songtexte über Kind? Also einen Songtext über Kind gibt es bis jetzt noch nicht. Kann noch werden, wer weiß. Aber jetzt gerade auf Rachel bezogen ist es so gewesen, dass wir einfach müssen schauen, wie wir das um ihre Geburt umbringen, im hochschwangeren Zustand im Studio stehen und einsingen. Aber es hat eigentlich bestens geklappt und ja, bei unseren männlichen Mitgliedern Kinder bekommen, betrifft sie selber ja zum Glück körperlich nicht so direkt. Also wenn sie dann da sind, schon wieder schlafen sie auch nicht mehr. Aber vorher, da können die Papis oder sind, mehr dazu sagen. Ja, und wenn, ich glaube, eine Gitarre spielen oder ein Keyboard spielen, ist dann doch noch etwas anderes als Gesang. Oder? Du musst die ganze Spannung aufbauen können. Und sie hat doch irgendwie, ich weiß nicht, wie sie gesagt, sie hat bis zwei Wochen vor der Geburt, hat sie, ist sie eigentlich noch bei uns im Studio gestanden, hat sie eingesungen. Und ich glaube, drei Wochen nachher sind wir schon wieder live auf der Bühne gestanden einmal, haben wir ein Konzert gemacht im Sommer. Also ja, das, zum Glück ist das alles sehr gut gegangen. Oder? Ich meine, das weisst du auch nie im Voraus, wie einfach das geht oder ob es Beschwerden gibt. Aber es ist gut aufgegangen. Wir müssen ein bisschen mehr planen, ein bisschen drum herum zirkeln, oder? Dass wir auch fertig werden mit dem Gesang. Am Schluss haben wir doch einen rechten Zeitdruck gehabt. Oder? Wir haben den Mischtermin fixiert gehabt. Wir haben gewusst, bis wann wir fertig sind. Aber es hat eigentlich alles mehr oder weniger auf Minuten nicht gerade, aber auf die Woche geklappt. Ja. Ja, mehr also. Zeit hätten wir nicht gehabt. Aber es ist allgemein so, dass wir jetzt wirklich die Organisation steht noch viel grösser im Zentrum, einfach mit den Leuten, die wir jetzt sind, mit den Privatleben, die wir sonst noch haben. Und wir haben es geschafft, dass wir eigentlich sehr gut organisieren und dass wir darum auch sehr gut vorbereitet die Proben schon kommen und darum, dass es irgendwie trotzdem geht. Ja. Gemischt haben wir beim Jakob Hansen. Heutzutage sagt man, er ist vor allem für Vollbeat zuständig, ist aber unter anderem Pretty Mates. Ein Mann, der zählbar ist. Also, ich meine, wenn man so Vollbeat hört. Offenbar, sonst hätten wir es nicht. Ja. Ja, es ist schlussendlich, vielleicht können wir sogar vier davor anfangen. Wir haben beim Nino Laurene gemischt, gerade Masquerade, jetzt mit Jakob Hansen. Das war vom Zahlen her genau gleich. Das hat sich nicht gross geändert. Das ist in diesem Bereich ist es doch noch irgendwie relativ auf dem Boden geblieben. Also es ist sicher im Vergleich zu anderen Producern, Mischer. Genau, das Interessante ist ja, also nicht nur dank dem euren Kurs, aber auch noch dank dem euren Kurs. Ja klar, das ist von kostet, weniger Vorteil. Also wenn man sagen, von den Kosten ausgeht, hat uns ein Laurene wie ein Hansen weniger gekostet, als wenn wir es in der Schweiz machen lassen hätten. Und das ist etwas, wo man sich einfach mal so muss vor Augen führt, dass ein Producer, der international erfolgreiche Sachen gemacht hat, für weniger zu haben ist in dem Sinn als ein Schweizer Produzent, der nicht so ein Portfolio hat. Was jetzt aber eigentlich nicht ausschlaggebend war. Also bei uns war es eigentlich eher so, wir haben einfach die CDs gehört, die wir cool finden und geschaut, wer hat sie produziert. Und dann haben wir die angeschrieben und dann haben wir Offerten bekommen und dann haben wir gesagt, gut, bei dem machen wir es. Genau, und bei uns war es einfach so. Also, ja, ausschlaggebend ist schlussendlich nicht Wohlbeet, das hört glaube ich niemand von uns intensiv. Das war eigentlich die End Pretty Maze, die wirklich richtig cool gemischt. Ja, Pandemonium, die ist richtig. Pretty Maze und Epica, die er auch sehr cool gemischt hat. Ja, und was bei ihm halt auch ist, oder für uns kommt es immer wieder davon, wie kommt das Feedback zurück vom entsprechenden Produzenten, Schrägstrich-Mischer. Und mit dem ist vom ersten Mail an extrem angenehm gewesen. Man hat immer sofort eine Antwort gehabt. Man hat vor allem eine brauchbare Antwort bekommen. Es war wirklich ein Zusammenarbeiten gewesen. Und das ist natürlich ja, extrem wichtig. Also wir haben auch schon sehr früh mit ihm angefangen zusammenarbeiten. Eigentlich schon fast ein Jahr vor dem Mischen, oder? Wir haben unsere Recording-Sachen eigentlich auch austauscht. Wir haben geschaut, wie wenn wir Mikros aufstellen für das Drum beispielsweise, wie würde er es machen, wie kann er etwas damit anfangen. Macht auch jeder Produzent, jeder Recording-Ingenieur ein bisschen anders. Und insofern haben wir sehr früh eigentlich das ein bisschen darauf abzielt, dass das er etwas mit dem Material anfangen kann, das er dann überkommt.
Ja, parat habe ich mich. Ein Song über mich, das ist schön. Ja, den haben wir extra für dich geschrieben. Is this the life I want to live? Is this
Midnight Sun vom neuen Album Horizon, das heisst Power Plant bei uns. Band hier, ein Teil davon. 7 von 3. Der Christian an der Gitarre, der Marco der Kies und der Matthias am Gesang. Ja, er hat einen Videoclip aufgenommen, das machen dort die meisten, aber er hat eigentlich das einzige Konzert aufgenommen, das er bisher gespielt hat in dieser Formation und daraus mindestens aus den Bildern einen Videoclip gemacht. Ja, das war so. Also mittlerweile ist es ja doch noch Plattentäfe dazugekommen, aber damals war es eigentlich das einzige und das erste Konzert. Und bis ein halbes Jahr später als letzte in dieser Formation. Wir waren ja eigentlich auf CD-Aufnehmen konzentriert gewesen. Das ist dann irgendwie wieder zwischen denen gekommen. Wir haben gefunden, komm, machen wir das mal als Auflockerung zwischen denen, mal etwas anderes machen als nur im Studio aufnehmen. Und das hat uns etwas gebracht, das Band. Das hat uns ja ein bisschen zusammengebracht, dass du doch mal hast du auf dem Gig üben und zusammen spielen. Und hast du schlussendlich eventuell sogar für die Produktion von Powerplant einen Einfluss gehabt? Ja, es ist vor allem ein ereignisreiches Wochenende. Ja, es ist ein bisschen strukturell. Wir haben ja ein US-Car-Meeting, das wir gespielt haben. Und da haben wir gesagt, gut, eigentlich sollen wir am Freitagabend und am Samstagnachmittag spielen. Da haben wir gesagt, gut, am Freitagabend nehmen wir die Leute mit den Kameras mit, schiessen doch beim Spielen. Und am Samstag gehen wir dann einen Tag durch so die Autos und so filmen, grossen Auflauf, alles. Und am Samstag, etwa am Morgen, um 10 Uhr, kommen wir das Telefon über. Es ist das Zelt gekehrt. Also, dass Festzelt, 50 Meter lange Festzelt, einfach einmal umgestülpt. Mhm. Und dann haben wir hoch erfreut, weil wir natürlich alles stehen lassen haben, weil wir am nächsten Tag wieder gespielt haben. Sind wir dann dort... Die Sachen zusammenlesen, ja. Schlussendlich haben wir wahnsinnig Schwein gehabt. Das hat das ganze Zelt abdeckt. Und wir hatten nicht sehr viel Schaden an unserem Equipment, zum Glück. Der hat sich zum Glück in sehr in Grenzen gehalten. Ja, es ist auch sonst nichts passiert. Das ist das größte Glück. Ein bisschen Mühlen geholt, aber sonst ist eigentlich nichts passiert. Er konnte keine Tote geben. Ja, dein schwarzer Chevy, wir haben das ganze Dach weggedruckt. Also gar so haben wir natürlich das Problem, dass wir am nächsten Tag, wenn es mehr Leute gehabt hätte und wir schon ein bisschen geübt hätten und eingespielt wären und er mit der Kamera alles schon mal ein bisschen gemacht hätte. Vor allem all die schönen Autos filmen. Genau. Ist alles in die Hose. Hätte er können Autos filmen, hätte er den Gig genommen können. Filmen und das ist alles neu gewesen. Dafür sind ein paar von uns Helikopter. Genau, wir sind dann den halben Tag auf dem fast leeren Gelände rumgelaufen, sind noch ein bisschen Heli-Fliegen und haben, wenn man ganz genau schaut, auf dem Video, also man muss wirklich in der besten Auflösung anschauen, dann sieht man, dass in den einen Schutz wir einen ganz brutalen Sonnenbrand gehabt haben. Es hat zwar gewindet wie nichts, es war nicht heiß gewesen, aber wir waren alle so verbrannt gewesen, wie seit Jahren nicht mehr. Ja, feel the heat. Das ist ein Bass. Ja, nein,
Ja, das ist das richtige Spiel. Ich muss mir hören, gerade, wir haben noch Verlosung, wir haben eine CD hier, die wir können abgeben können. Gönnen könnt ihr, wir mehr ein SMS schreiben auf 079 320 71 48 079 320 71 48. Probiert es vielleicht ja, bis zur dritten Ausstrahlung auf Rockstation, je nachdem. Kann das sein, dass wir es dann noch gönnen können? Viel später will es nicht probieren. Gut, wir haben viel der Hitparade. Strike a chord with you.
lost without you. Wir sind Ryzen und ihr hört Rockstation! Ja, danke für die Stationerie, das ist ganz spontan gekommen. Bei uns Ryzen mit dem neuen Album Powerplant hier im Studio, bei uns Christian Gitarre, der Marco an der Keys und der Matthias am Gesang. Ihr habt eine Webseite, oder? Ryzen.ch, R-I-Z-O-N.ch. Genau, dort kann man das Album beziehen, oder CD.ch, das ist online. Sonst online, ja. Ja, Exlibris, CDCH, Mediamarkt, ja. Müssen wir abstellen. Oder natürlich bei uns am Konzert, direkt von uns, natürlich handsigniert. Immer die beste Möglichkeit, ja. Genau. Voilà. Genau, ihr spielt bald in der Umgebung von der Schweiz. In der Schweiz. Von da, von da. Sogar in der Umgebung von Kanal K. Eigentlich gerade nebendran in der Medbar am 12. März. Genau, 12. Medbar. März in der Medbar, alle kommen. Lenzburg. Genau, wir haben den ganzen Aargau dort gesehen. Und vielleicht verirren sich ein paar Zürcher da hier. Genau, wer CD vorwärts gönnen kann, das schreibt mir ein SMF aus 079-320-7148. Ja, die zwei Stunden sind zu Ende. Dann gehört die erste Stunde Tendonitis mit dem neuen Album Storm Reaper, in der zweiten Stunde Ryzen mit Powerplant. Wenn ihr irgendetwas verpasst habt, wir haben weiterhin das Herz aus Stahl, das pöppelt fleissig. Und zwar gibt es 3 Wiederholungen auf Rockstation. Wenn das erfahrt ihr, wenn ihr auf rockstation.ch surft.
nach Rockstation, kurz darauf wird als Standard-YouTube-Film drauf sein. Die Musik bleibt nicht stehen. YouTuber findet das unter Taktlos Metal. Sollte er das eigentlich finden und Captain Horizon oder Tendonitis sein, dann findet er es bestimmt. Nächsten Monat sind geplant Odd Crew, eine Band, vermittelt durch eine gute Band aus Lenzburg-Umgebung, nämlich Helvetica. Sie spielt mit ihnen auch Anfang März zusammen. Wir hoffen, dass wir die Odd Crew hier ins Studio bringen können. Und dann Slangslot aus Basel, eine sehr spezielle Band, die mit speziellen Instrumenten Hardrock, Heavy Metal macht. Ich bin froh, wenn ihr auch dann dabei seid. Weiter könnt ihr auf Rock Lounge und Taktlos Rock Station einhören, wo auf Kanal K läuft, wenn das erfahrt oder wenn ihr das Programmheft einschaut. Gut. Für die Sendung verantwortlich war Roger Wettli. Wir haben noch Timebomb parat. Ein Song über die aktuelle politische Situation weltweit. Nein, überhaupt nicht. Ein Hommage an die geilen Filme aus den 80er Jahren. Schönen Abend zusammen. Macht's gut. Vielen Dank. Danke. 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 Tschüss zusammen.